Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, nicht mehr lange, dann haben wir hier fertig. Gut. Dann können wir hier fertig bauen, was wir hier noch haben, die drei Steinchen. Hier haben wir immer noch unseren löcherigen Steinbruch, den wir aufgeben mussten, weil er zu tief geworden ist. Da machen die Baumstämme einen Abflug. Von denen noch ein paar abtransportiert werden. Ich gehe gerade übrigens mal nach die Tür. Okay. Weil ich darüber überlegen bin, ob ich die obere Tür nicht zu einer verstärkten Tür mache. Also einer ganz starken. Was ist mit denen jetzt? Hä? Ach so, ihr kommt hier nicht mehr raus, oder was? Ihr wollt mich jetzt gerade veralbern, oder? So. Also, jetzt geht's wieder. Mann, Mann, Mann. Gut. So, jetzt wird erstmal hier noch fertig gefüllt. Euch zwei kann ich eigentlich schon mal losschicken.
So, wie sieht's mit meinem? Okay, der räumt jetzt den letzten Baumstamm erstmal auf. Und dann können wir ihn auch zum Erzabbau schicken. Stein abbauen schicken, würde ich sagen. So, ihr beide holt euch auch mal Steine. Das war jetzt zu hoch. So. Und ihr könnt schon mal hier anfangen, ein bisschen zu füllen. Ja, okay. Also so breit. Ja. So, dann könnt ihr auch mal anfangen, hier zu füllen. Dann füllen wir es auf der Seite, dann auf der Seite und dann fangen wir an, die Mitte rauszufüllen und gut ist. So. Nur noch zum Föhn, da ist unser Bauauftrag auch schon wieder weg. So, und du saßt da nur rum und hast nichts zu tun, deswegen kannst du jetzt auch abbauen helfen. Na, ihr zwei lauft schon wieder gegeneinander. Und jetzt laufen sie aneinander vorbei. Ich frage mich echt, wie sie es schaffen, dass sie das nicht früher hinkriegen.
So, jetzt können wir das eigentlich gleich schon mal darüber verschieben. So. Und dann machen wir es auf volle Breite und Länge dann am Schluss. So, Tux hält den Betrieb auf. So, lassen wir sie noch ein kleines bisschen. Auch eine interessante Performance, die die beiden da geleistet haben. Gut, und dann in Länge ziehen. Können Sie das alles jetzt füllen. Wenn wir auf einer Seite fertig sind und noch die andere haben, dann planen wir den Rest von der Mauer. Also so wie hier. Und ja, da sind wir eigentlich schon mal grundsätzlich mit der Mauer fertig. Wir müssen nur noch Türen reinbauen und Häuser und Werkstätten und Lager und alles. Und ja, dann neigt sich das Ganze auch langsam dem Ende zu. Wir sind ja schon bei 102 Stunden bald. Aber dich würde ich gerne noch zwei herstellen lassen. Aber so groß und ganz, wenn ich falsche Taste. Ja, falsche Taste ist so. Wenn ich es mir erstmal so im Großen und Ganzen ansehe, bin ich recht zufrieden. Mit dem, was wir da geschaffen haben. Wenn man sich überlegt, dass da vorher mal ein Berg und Täler waren. Und wir eine völlig platte Ebene mit einer Burg drauf gebaut haben. Also ja gut, sie ist noch lange nicht fertig, die Burg.
Was wir noch ausprobieren können, ist, wir einen Wachturm bauen können. Also ich hätte ihn gerne, also es muss kein großer Wachturm sein, so kleine Wachplattform. So in der Höhe. Könnte sogar noch besser machen. Also erstmal verwerfen und neu bauen. Also richtig klug machen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nur nicht, wie dann die Bricktorns da oben drauf kommen sollen. So, das wäre die Plattform. So, und da müsste jetzt irgendwie eine Rampe. Kann die aber halt nicht so im Dreieck laufen lassen, glaube ich. Nee, also nicht im Karree laufen lassen, meine ich. Auch wenn es grundsätzlich hier zu gehen scheint, aber ich kann hier halt nichts dran kleben. Das ist so das Problem, das ich gerade dabei habe. Das könnte ich halt wirklich. Halt hier. Eben so was machen. Konstrukt, wo sie hochlaufen könnten. Aber ich kann, glaube ich, hier an den Übergängen nicht.